Hallo, mein Name ist Udo Brandt und heute habe ich folgendes Thema für euch. Ja, hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute wollen wir mal ein ganz spezielles Thema aufgreifen. Aufgrund einer Anfrage eines Bekannten, der gefragt hat, was kann man machen, wenn in einem Lehmhaus zum Beispiel feuchte oder nasse Wände sind, wie man diese wieder trocken bekommen kann. Naja, dann haben wir uns mal erkundigt und wie es immer so ist dann, ein Bekannter von mir, der uns immer das Auto repariert, dem sein Freund, der macht solche Arbeiten zum Beispiel. Also zeige ich euch jetzt einmal, was es für Möglichkeiten gibt, um bei einem Lehmhaus oder selbst auch bei einem Steinhaus eine feuchte oder nasse Wand wieder trocken zu bekommen. Fangen wir mal mit dem Aufbau meistens an bei den Lehmhäusern. Da ist es ja so, da habt ihr hier unten 3 oder 4 Reihen Ziegelsteine, wo dann das Haus drauf aufgebaut ist. Es ist ja nicht so, dass dann, wie es normalerweise üblich ist, dass ihr eine Grundplatte habt, wo darauf aufgebaut wird. Und da liegt ja auch dann immer das Problem drin, dass die Feuchtigkeit richtig schön von den Ziegelsteinen bis ins Mauerwerk hochziehen kann und dadurch ihr dann eure feuchten Wände bekommt. Ja, und so wird dann angefangen, den Schaden dann zu, oder besser gesagt dann der Feuchtigkeit entgegenzuwirken. Da wird diese in dieser einen vorhandenen Fuge wird dieses Edelstahlblech dann regelrecht hineingetrieben. Und zwar überlappen die dann auch, damit das Wasser nicht mehr hineinkommen kann. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel so eine Maschine, mit dem es dann in die Wand regelrecht reingehämmert wird dann. Das muss natürlich dann ringsrum gemacht werden. Und wenn dann alles fertig ist, sieht das dann so aus. Diese Edelstahlbleche gibt es natürlich in den verschiedensten, ich sage jetzt mal Längen, da es ja auch vorkommen kann, dass manche Lehmwand oder auch bei den Steinhäusern, dass die Wände unterschiedliche Stärken haben. Auf diesem Bild seht ihr jetzt mal die Funktionsweise oder besser gesagt Arbeitsweise dieser Bleche. Hier seht ihr ja, wo kein Blech drin ist, kann das Wasser ungehindert in die Wand hineinziehen. Und wenn die Bleche dann ringsrum in der Wand dann reingehämmert worden sind, ist das wie eine Sperre und das Wasser kann dann dort nicht mehr in die Wand einziehen. Wie ihr also gesehen habt, ist dieses natürlich auch eine ziemlich aufwendige Arbeit. Mit dem Mann, den wir mal gesprochen haben, der das schon seit 40 Jahren macht hier bei uns, sagt er, mittlerweile ist das auch eine sehr teure Angelegenheit geworden. Ihr könnt also damit rechnen, dass der laufende Meter Wand so circa 50.000 Forint kostet. Wahrscheinlich ist es natürlich auch abhängig davon, wie stark die Wand ist, ja, und natürlich wie lang. Okay, auch diesmal wieder in der Hoffnung, dass diese kleine Information, dieses Video euch wieder ein wenig weitergeholfen hat und wünsche euch aber trotzdem weiterhin ein schönes Leben in Ungarn.